Einen wunderschönen guten Abend. Und ja, jetzt hat man den Röps Moin. natürlich noch gehört, glaube ich. Scheiße, ich wollte es noch Geht erledigen, bevor es losgeht. Na ja gut, nicht schlimm. schöner Start. Moin. So, oh, jetzt schon mehr was im Briefkasten. Erstmal gucken. Mal lesen hier. Lieber Herr, ach so, Herr Onkel Herbert. Lieber Herr, oh. Ja, Onkel. Letzte Nacht hat sie ein. Ach ja, ich bin ja eingeschlafen. Ach, jetzt muss ich wieder für die Ja. Joja-Arschlöcher da 1000 bezahlen. Ja, Oh Mann, ey. Shit. Habe ich eigentlich was verloren aus meinem Inventar? Ne, ich glaube nicht. Glaube nicht. So, ach, guck mal, drei Mayonnaise ist auch noch fertig. Das ist ja sehr, sehr schön. Also mit so vielen Tieren wird das aber langsam auch ein bisschen stressig, oder? Ich glaube, wir müssen die auch noch mal einsperren, weil die sehr viel abgefressen haben schon. Ja, wir haben nur noch da unten am Pferdestall so ein bisschen, wo? Muss ich das noch mal ein bisschen ausbreiten. Ja, sollten wir vielleicht tun. So haben wir denn. Oh! Jetzt hat man schon so viele Tiere und keine Eier da. Gar keine Eier? Gar Okay, aber. keine? Gar keine, Krass. nee, aber dafür zwei Federn, aber trotzdem. Naja, also gar keine Eier ist aber. Na gut. Und die Tiere haben alle komischerweise auch noch Futterwahl, oder? Ja, na gut. Ja, Naja. weil die das abgrasen. Will ich mir. Ach ja, genau, da war ich schon. Ja, blöd. Ja, natürlich. Und die Ziegen geben irgendwie auch. Oh, Ah, der Blumentanz ist Blumentanz ist möglich. heute. Heute ist Blumentanz. Okay. Ist ja ein bisschen schade, aber wir werden wohl nicht dieses Mal miteinander tanzen. Im besten Fall nicht. Nee. Also, will ja schon mit meiner Lea tanzen, ne? Also. Ja, das dem will ich ja auch nicht im Wege stehen. Das ist nett. Ich will ja selber mit Sam tanzen. Ja. Ist ja auch völlig in Ordnung. Ah, ja, eine Special-Folge. Ja, wir brauchen doch eindeutig auch mehr Milchmaschinen. Braucht man denn dann nochmal für alles? Ja, richtig. Gut. Jetzt ist Der es denn? Käsepresse meinst du, ne? Ja, genau, nicht Milch mal, ja, da wo man die Milch Willst du mal reintut. Ja, alles für genau, haben Käse. mittlerweile? Haben, ja. Dann braucht man Kupferbarren, Hartholz. Ach ja, Holz war ja das Problem, ne? Aber jetzt haben wir auch genug Holz, oder? Genau. Okay. Könnte man ja mal eben, oder wollen wir jetzt direkt mal eben zum Blumentanz gehen, dann. Oh, ich weiß gar nicht, bis wann er heute ist. Vielleicht sollten wir es doch erst machen und morgen Ja, dann. gehen wir zum Blumentanz. So wichtig ist es. Oh, guck mal, hier ist noch eine Bohne. Ach, gehen wir. Ja gut, ach, scheiß auf die Pferde. Ja, Bald. nee, ich wollte sowieso mal eben gucken, ob hier schon irgendwas oder die Erdbeeren vielleicht mal fertig sind. Nee, irgendwie nicht. Okay. Erdbeeren waren ja auch letztes Mal fertig. Ach ja, die waren ja schon mal fertig. Und die haben gar nicht so viel Geld gebracht, glaube ich, ne? Nee. Hätte man wahrscheinlich am Anfang des Monats besser pflanzen müssen, aber da war das Fest ja noch nicht und Ja, dann hätte man für nächstes Mal aufsparen können, dann kämen die ja immer wieder, dann hätte sich das bestimmt gelohnt. Aber was gab's denn hier nochmal Feines? Ah, der Blumentanz. So, und warum steht Lea schon wieder neben Elliot? Sind halt befreundet, mein Gott. Naja. Hi, Onkel Herbert. Schön, dich hier zu sehen. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Würde gerne ein Geschenk machen, aber das geht ja bei solchen komischen Festivalaktivitäten irgendwie nicht. Es geht nicht. Achso, wenn du die nochmal ansprichst, kannst du die bitten. Ah, ja. Okay. Ja, ich gucke erstmal hier im Shop, was es da so gibt. Deko, Saisonpflanze, Blumenfass. Blumenfass Rezept. Das ist ein Löwen. Ah, ich kann mir einen Löwenzahn kaufen. Ich kaufe mir einen Löwenzahn. Das ist, glaube ich, ein normaler Löwenzahn, oder? Ja, kostet aber auch nur 50, von daher.
Ja, gut, kann man mal machen. Ja. Und eine Sammlervogelscheuche, okay. Ah, wollen wir uns die kaufen oder nicht? Wollen wir uns die kaufen oder Ja, nicht? kann man eigentlich mal machen, ne? Ja, dann kaufe ich mal einen und du kannst sie bestimmt auch noch kaufen. Nochmal, Ja, glaube ich. Ne? stimmt. Mit zwei davon. Warum eigentlich nicht, genau. So, aber bevor wir das Fest erstmal anfangen lassen, erstmal mit ein paar Leuten quatschen. Nein, mit dir rede ich bestimmt nicht. Shane, exzellente Soße. Okay, Shane genießt gerade die Soße. Was will Pam? Welch ein Leben, oder Kind? Süßer Wein, ein plätschernder Bach, warme Luft. Habe ich schon den Wein erwähnt? Oh, Pam. Also dieses Spiel vermittelt manchmal aber auch nicht so die richtigen, naja. Zeigt mal die Diversität vom Dorfleben. Keine Ahnung. Ach, siehst du, übt er wieder den Tanz, dann übe ich mit. Was? Was? Nochmal. Hier, Haley übt wieder den Tanz. Ach, hey, liebt den Tanz. Okay. Guck, kann ich denn mit Haley gerade reden? Ich übe gerade meinen Tanz. Er muss perfekt sein. Ja. Mach du mal. Was ist denn hier mit der Mani? Es liegt Liebe in der Luft und ich bin immer noch Single. Oh, die Arme. Oh, na gut. Ich genieße nur die Aussicht. Hey. Ah ja, Alex ist also auf, guckt sich Haley an. Der kleine Spanner. Na gut. Alex, hey. So, ist er wieder hier angepisst von dem Fest? Blumen? Ich kann sie kaum sehen. Ja. Oh. Und die Evelyn? Ich arbeite schon seit einer Woche an diesem. Oha, das ist ein Wort, was ich nicht aussprechen kann. Das tut mir jetzt so leid. An diesem Blumenarrangement, oder? Ne? War fast richtig, ne? Arrangement. Arrangement, genau. Gefallen sie dir? Ja, ist ganz schön, Evelyn, ist ganz schön. So, was ist hier mit dem Emo-Typen? Genau, Sebastian. Ah! Ja, dann scheint nicht so viel zu erzählen. Was ist denn, Willi? Ich hätte meine Angel mitnehmen sollen. Ja, das stimmt, das stimmt. Das hätte man machen können, ne? Aber. Mal eben gucken, was der Elliot sagt, wenn er schon neben meiner Frau da rumsteht. Für den Tanz habe ich mein bestes Hemd angezogen. Sowas passiert nicht alle Tage. Aha, du bist also sonst eher ungepflegt, Elliot. Das ist ja. Ja, vom Shop habe ich auch alles gekauft. Dann könnte ich ja jetzt eigentlich theoretisch nochmal Frag mit sie, Lea quatschen, frag ne? sie. Ja, genau, mache ich jetzt auch. Bitte Lea um einen Tanz. Ach, egal. Nee, ich will schon mit ihr tanzen. Ja. Du willst mit mir tanzen? Ja, will ich. Okay, sehr gerne. So, Ja, geht es. ja. Ach, verdammt. Ja, geil. Sehr schön. Okay, jetzt Liebe Sirene. muss ich wahrscheinlich noch mal mit dir quatschen, damit das hier doch anfängt, ne? Ich denke mal mit dem Bürger irgendwie da, Oder mit dem Bürgermeister. Bürgermeister kann ich auch mal reden. Da oben steht er ja auch. Na, hallo. Nun, sollen wir jetzt mit dem Tanz anfangen? Ja, können wir, oder? Ja. Können wir. Ja. Okay. Oh. Jetzt bin ich mal gespannt. Hoffentlich kann ich gut genug tanzen für die Lea. Ach, guck mal. Weil ich stehe Ja. bei den Frauen. Ja, gut. Bin auch irgendwie der Einzige, Aber der nicht im Takt ist, oder? Lea steht aber gerade nicht. Ach so, doch, die steht vor mir, ne? Ja, Das die ist ja steht vor Lea. Ah ja, dir. genau. Ach ja, und Sam steht ja auch vor dir. Okay. Wir zeigen uns gebärfreudig, ich zumindest in dem, aber der Zuschauer. Ja, Ihr kommt auf uns zu. Ich weiß auch das nicht sieht genau, gerade so aus, wirklich, als wenn du ihm zwei Stinkefinger zeigen würdest, muss ich ja mal. was. Ach, wie schön. Ja, das Ach war wirklich ja, das hat Spaß gemacht, schön. Zeit nach Hause zu gehen. Ja, finde ich auch. Ist ja auch jetzt relativ spät geworden, dann kann man auch mal nach Hause gehen. Oh, guck mal, da ist noch ein Wein Ja. fertig. Oh, ein Saft, ein Knoblauchsaft. Ach, ein Saft, das war gar kein Wein. Okay. Genau, kommt drauf an, was man reintut. Guck mal. Knoblauchsaft. Das hört sich aber auch Guck irgendwie mal, nicht so. was Ja. die, wie viele Herzen du hast. Ja, warte. Oh, ich habe alle voll. Ja, ich auch. Ich habe alle voll. Oh, das heißt, man könnte jetzt theoretisch heiraten? Ja. Oh, scheiß Heiratsring. Alter Schwede.
Ach nee, doch nicht. Das ist, der Ich Heiratsring ist, glaube ich, nur für einen alten, anderen Farmer, also für dich. Also, ich weiß nicht mehr, wie es funktioniert, muss ich sagen. Also, ich habe eine okay. Vermutung, aber für mich Also, ist es regnen. dafür muss es, man kann nur bei Regen heiraten. Das ist aber auch, hä? Okay, also ich lasse Ja. mich mal überraschen. Wie sieht es beim anderen Feld aus? Bist du da gerade, oder? Nee, ich bin in der Fledermaushöhle, mal eben die Früchte da rausholen. Aber zum Feld könnte ich auch eigentlich noch mal eben gehen. Ach ja, komm, das könnte zeitlich sogar noch hinhauen. Ich meine, mein Pferd mitgenommen. Okay, also das Feld hier daneben ist ja schon mal ganz. Ach, guck mal, hier haben wir noch ein bisschen Kiefernteer. Ja, das Feld sieht gut aus, aber da ist noch nichts reif. Ja, Ne. okay. Nö, das ist es nicht. Und genau, hier unten wollten wir auch den Schleimstall dann hinbauen, was wir auch noch nicht getan haben die ganze Zeit über. Ne? Ne, stimmt. So, jetzt gehe ich aber schnell nach Hause hier. Na, 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 na. Eben noch ein Schlaflied. War wahrscheinlich nicht wieder der produktivste Tag, den wir da, aber wir hatten ja auch den Blumentanz, ne, von daher. Der eben deswegen, der war ja auf andere Weise produktiv. Genau. Na, oh, war doch. Oh, okay. Ach jo, ach doch, ein bisschen was habe ich abgegeben, ne? Naja, wir haben Guck Kartoffeln, ein paar Bohnen und so, ich glaube, das war. Ja, und natürlich wie jeden Tag den Käse und die Mayonnaise, genau. Ja. mal. Ja, guck mal, so schlecht war es ja wirklich nicht. Das ist doch wirklich nicht schlecht. Und ich habe. Ah, ich bin so ein Trottel. Ich hab den Löwenzahn verkauft. Ach, ja, okay. Was hat er gegeben beim Verkauf? 10 weniger, also 40. Ja gut, das ist jetzt nicht der schlimmste Verlust. Nee, war aber auch nicht das beste Geschäft Stimmt. jetzt. Guten Morgen, Welt. Ja, jetzt muss ich natürlich mal gleich gucken, wie man vielleicht heiraten könnte. Oh, ich habe auch einen Brief hier. Onkel Herbert, ich gebe dir diesen Ratschlag, weil ich dich mag und will, dass du in Pelikan bleibst. Wenn der Tag kommt, an dem du jemanden heiratest, aha, musst du der Person ein Meerjungfrauenamulett geben. Keine Angst, jeder in Pelikan versteht die Bedeutung von diesem Amulett. Es ist eine alte Tradition in dieser Region. Viel Glück, der Bürgermeister. Was? Okay. Ah, das ist wahrscheinlich das Amulett von dem alten Seemann, ne? Vielleicht, vielleicht. Aber wie zum Teufel kann ich da. Ich glaube, ich muss mal gleich zum Strand gehen, ey. Triff mich heute Abend nach Sonnenuntergang von meinem Haus, Sam. Oh. Oh, knistert's aber, Konnte noch was, konnte Okay. Tiere haben immer noch Futter, das ist ja ganz anständig hier. So. Mal eben hier die Eier klauen. genau, morgen müsstest du dann mal wieder manuell Füttern. Ja, ja. füttern, Ah, es ist ja nicht, da habe ich mich ja langsam dran gewöhnt. beziehungsweise auch nur bei dem einen Stall, bei dem anderen ist es ja automatisch Nee, mittlerweile, ne? ja, das stimmt. Oh, ich hoffe, ich vergesse das nicht hier. Okay, heute Abend. Bom. Aus Sams Haus, Ja, das wäre schade, wenn du das vergessen würdest.
Weil leider kann man bei solchen Ereignissen ja nicht, ich kann da nicht mitkommen und das zeigen, das geht leider nicht, ne? Nee. Leider nicht. Leider nicht. Schade, dass du keins hast, jetzt, wo ihr so voll Nee, verschossen nee, seid. ich wurde leider nur darauf hingewiesen, dass ich jetzt heiraten kann und jetzt stehe ich aber vor einem ganz anderen Problem. Ich muss erst mal gucken, wie ich dieses Amulett kriege. Ja, stimmt, das ist jetzt ein anderes Ding. Anscheinend braucht man das ja dafür. Genau, gebe Wir ich ihm. brauchen auf jeden Fall ganz viel Hartholz und ganz viel Geld, damit wir dann auch ein Kinderzimmer errichten können. Aber das ist erstmal Ja, Zukunft. so weit ist es ja Zukunftsmusik. noch nicht. Erstmal heiraten, Nee. erstmal in Ruhe Genau. Erstmal in heiraten. Ruhe heiraten, genau. Man kann ja auch ohne Kinder glücklich werden, nicht? Ja, vielleicht sogar manchmal viel mehr Ja, als mit Kindern. So, jetzt gehe ich mal erstmal runter zum Strand und guck mal, was der alte Seemann sagt. Vielleicht gibt das mir so, aber da gehe ich nicht von aus, dass es mir einfach so gibt. Da muss ich wahrscheinlich irgendwas für tun. Ah. Mist, hätte ich mich da doch schon mal früher drum gekümmert, um dieses Amulett. Ich wusste ja nicht, dass man das zum Heiraten brauchte. Ha, naja, gut. wollte ich dir auch nicht verraten. Nee, ist ja auch alles in Ordnung. Aber muss ich erst mal gucken, wie ich ihn besser abzwacken kann. Wenn er überhaupt da ist, das weiß ich ja auch nicht. Manchmal ist er da, manchmal ist er nicht da. Er ist nicht da. Ach ja. Okay. Aber der steht. Wenn, dann ist er immer nur hier unten am Strand, ne? Ja. Okay, dann, Puh, ja, gut, dann ist er wohl nicht jeden Tag da und jetzt weiß ich immer noch nicht, was ich dafür tun muss. Aber. Ich habe auch noch nie versucht, irgendwas ihm zu schenken oder so. Kann man ihm überhaupt was schenken? Ah, ich werde es mal Ich glaube, das ausprobieren. hast du schon probiert und es hat Obwohl, ich nicht habe es doch einmal funktioniert. probiert und es hat nicht. Ja. Ja, Boah, ja, dann. Mir war gerade ein Brett vorm Kopf. Dann weiß ich gerade auch nicht weiter, wie ich das anstelle. Ah, ich habe ein Ereignis mit Lea. Oh, ach was, sehr schön. Schön. Hi, Onkel Herbert. Ich wusste, dass du hier vorbeikommen würdest. Ja, natürlich. Also habe ich eine Überraschung vorbereitet. Oh, eine Überraschung? Oh, okay. Ein kleines Picknick. Ach ja, warum nicht? Oh, Das hier schön. ist gemischtes Gemüse mit meiner ganz speziellen Würzung. Oh, okay. Und das ist ein frischer Salat aus Wildgemüse, das ich hier im Wald gefunden habe. Okay, wie kann man aus Gemüse Salat machen? Das war schwierig, Lea. Ja, war schwierig. Na gut. Onkel Herbert, Okay, ja. Was ist denn los, Lea? Ich wollte einfach nur Danke sagen, dass du mir auf dem Weg meiner Künstlerkarriere hilfst. Ja, natürlich. Reicht das? Oh, sie nimmt mich in den Arm. Oho. Oh. Ferne Stimme. Sieh an, sieh an. Was haben wir denn da? Okay. Oh, wer bist du denn nochmal? Jetzt weiß ich gerade nicht, wer er ist. Ach, Kell, ja. Was will er denn jetzt hier? Was zum Ist nicht Teufel dieser machst du hier? Ex-Freund? Hm? Ach, das ist ja ihr Ex-Freund gewesen. Oh Gott, den Oh, sieht man jetzt, sonst gar nicht. Aber den kenne ich ja gar nicht. Krass. Okay, ja. Oh, muss ich mich jetzt mit dem prügeln hier oder was? Kell. Hast du mich nicht bei deiner Ausstellung gesehen? Ich bin den ganzen Weg von Zuzu bis hierher gekommen, um deine Skulpturen zu sehen. Ach, guck mal, da läufst du ja. Ha, du läufst ja gerade auch daher. Okay. Ach so, ich sehe Okay. gar nichts. Ey. Ja, warum nicht? Kell wieder, um dich dazu zu bringen, mit mir zurückzugehen. Oh. Ich will, dass es wieder so wird wie früher. Ich vermisse dich, Süße. Was für ein Schleimer.
Schleimer Macho Man. Ah, sagt er, guck mal, hier, Lea ist sogar einer mit mir einer. Igitt, nenn mich nicht so. Okay. Du hast meine Kunst noch nie unterstützt und jetzt, wo ich ein wenig Erfolg habe, willst du mich zurück? Du machst mich krank. Ja, Lea, gib's ihm richtig. Kell, hey, komm her. Oh, ich kann ihn wirklich schlagen. Oh, aber ob Lea das wohl... Ja, musst du Ja. wissen. Oder mit ihm zu reden, das kommt aber nicht so männlich rüber, ne? Ah. Kannst du definitiv schlagen. Ich schlag ihn jetzt einfach. Oh. Zack. Oh mein Gott, okay, vielleicht findet Lea doch nicht so geil, aber. Ich meine, er wird schon überstehen, aber das war ziemlich brutal, Onkel Herbert. Ach, Lea, komm. Lass uns doch nie verschwinden. Ich denke nicht, dass Kell uns wieder belästigen wird. Ja, siehst du? Das denke ich jetzt nämlich auch nicht mehr. Lass man einfach mal bewusstlos neben unserem Picknicktisch da liegen. Okay. Lass uns das nächste Mal einen etwas abgelegeneren Ort finden. Ja, da bin ich aber auch für. Okay, also so böse hat es mir anscheinend nicht genommen. Das ist ja schon mal. Das ist ja gut, ja. Ne? Vielleicht kann ich ja jetzt noch mal eben in das Haus hier rein und sie besuchen gehen. Nach diesem bösen, bösen Vorfall da. Oh, kann ich sogar. Aber sie ist gar nicht zu Hause. Okay. Na gut. Und eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, habe ich doch mein Pferd mitgenommen. Genau, steht ja auch hier. So. Okay, jetzt mal schon wieder 18:10 Uhr. Schon wieder ein sehr unproduktiver Tag gewesen. Aber mal eben nach Hause gehen. Das mit dem Nase hochziehen, das tut mir leid, ich bin wirklich ein wenig verschnupft, habe ich mal gestern festgestellt. So, haben wir denn noch Milch dabei? Oder Eier? Nee, haben wir nicht, okay. Ja, so produktiv war ich jetzt halt auch. Nee, ah, nein, boah, ich muss ja noch zu. Oh, Ah ja, genau, ah, jetzt wird aber, ja. ich weiß nicht. Hätten wir jetzt doch Wenn fast die zusammen. vergessen, oder? Ja, ich war jetzt gerade so bei deinem und. Ja, das Lehrereignis hat uns ein bisschen aus der Bahn geworfen. Da ist er schon mal, aber ich glaube. Okay. Ach, man kann ja mal einen Abstecher in der Kneipe machen. Vielleicht ist ja meine Angebetete da. Und Okay, einen jetzt geht sie. Löwenzahn habe ich sogar noch, okay. Naja, aber erzähl erstmal von deinem Ereignis da, genau. Ja, ich habe noch keins. Achso, okay. Ich weiß nicht. Ich war doch da. Ich bin da. Ja, jetzt geht's los. Ja, boah, ich dachte Ah, okay. Hi, Gülle Günther. Ich wollte allein mit dir reden. Ist irgendwie kalt hier draußen. Schleichen wir uns in mein Zimmer. Hohoho. Oh, er geht aber härter drin als Durchs Lea, oder? Fenster. Oh, meine Mutter ist noch wach. So, Gülle Günther, ich weiß, dass ich in letzter Zeit von nichts anderem als der Band geredet habe. Aber ich will nicht, dass du glaubst, dass ich an nichts anderem interessiert bin. Was ich sagen will, naja, ich bin wirklich glücklich, dass wir uns so nahe gekommen sind. Lächel. Ah, Gülle Günther, siehst okay. du mich nur als einen Freund? Oh, ich glaube, die Mutter kommt. Ah, Sam, ich komm rein. Oh Gott, nein. Nein. Schnell, versteck dich im Bett. Ja, das mache ich doch gern. Oh, jetzt bin ich im Bett. Was ist los, Schatz? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Ich dachte, ich hätte merkwürdige Geräusche aus deinem Zimmer gehört. Nein, Mutter, ich habe nur Push-ups gemacht. Ich will der Vater irgendwann im Armdrücken besiegen. Haha. okay. Oh, Kicher, darum bist du also so rot und verschwitzt. Okay, dann viel Glück. Ich sehe dich dann morgen. Rot und verschwitzt. Gute Nacht, Mutter. Oh Gott, wie spät ist es eigentlich? Es geht noch, oder? Wir haben 22:10 Uhr, das Zeiten? geht noch, Ah ja. ja. Gülle Günther? Oh, jetzt muss ich antworten. Liegen bleiben oder vom Bett aufstehen. Liegen bleiben natürlich. Ja. Oh, jetzt kommt Musik. Und er kommt langsam zu mir. Und wir küssen uns. Nein! Oh, was? Okay. Liegen im Bett.
zusammen und ich wusste schon immer, dass es zwischen uns etwas Besonderes gibt. Nein! Ach, wie cool. Penne ich da jetzt auch? Nein, wahrscheinlich Ich weiß es nicht. nicht. Liege im Bett. Ich werde noch eine lange Zeit über diese Nacht nachdenken. Ja. Okay, ja, geht ja richtig rund bei euch da, ne? Ja. Oh. Komm nur mal wieder nach Hause. Ja, ich bin gerade auch wieder auf dem Weg nach Hause. Direkt zum Jugendlichen da im Kunde Günther. Der komische ältere Typ vom Nachbarhof irgendwie. Ja, gut. Ach, mein Gott, da ist ja in der heutigen Zeit nichts mehr Besonderes, wenn man mit einer Ja. jüngeren Person zusammen ist, ne? Wo die Liebe hinfällt, nicht? Genau. Oh, jetzt haben wir aber schon 12 Uhr hier, ne? Ah, eigentlich Ach, noch jetzt ein. kann ich auch gut ins Bett und gut schlafen. Ja, das glaube ich dir. Nach so einer schönen Nacht, dann kann man immer sehr gut schlafen, ja. Ne? Ah, ja. Das kann man wohl tun. So, noch ein kurzes. Ah, da. Ja, die Katze war im Weg. Ich Die, hab's gehört. ja. Okay. So, bin ich mal auf die Einnahmen gespannt. Dürfte nicht so viel sein. Dürfte Also deine eigentlich. Grundeinnahmen, die dir Ja, schon gut, mal gehen. meine Tierprodukte da, die könnten vielleicht uns noch ein bisschen Geld geben, ja. Oh, Aktivität, Effektivität natürlich. Auf 9, Ah, okay, ja, okay, wir haben noch nicht so wenig verdient, ach ja, doch, boah. ein paar Kartoffelküsse haben wir auch noch. Ja, und eine Ziegenmilch, nee, drei Ziegen, vier Ziegenmilch, vier Ziegenmilch sogar. Das geht ja doch alles immer. Ja, das kann man wohl machen. Na ja gut, Und das was war haben dann auch Tag wir? 2. Ja, Zwei schöne Tage. das war zwei sehr schöne Tage tatsächlich, ja. Ereignisvoll. Ja. Das kann man wohl Gemischt. wirklich mal machen. Ja, ne? In dem Sinne würde ich sagen, ja, was gebe ich euch jetzt mit auf den Weg? Heute ist aber ein bisschen schwierig. Verteilt Liebe in der Welt, ganz viel Liebe. Ja, oh ja, Ja, oh, das ja. ist schön. Auf jeden. Da bin ich dabei. Ja, ne? Und Ex-Freunden nicht ins Gesicht schlagen. Ne? Das ist natürlich nicht so. Doch nicht ganz so geil, wie einem immer alle erzählen Nee, wollen. nee, 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 das endet wahrscheinlich dann auch meistens anders wie in diesem Spiele, deswegen lass das Das stimmt allerdings. lieber sein. Okay. Ich sag mal bis zur nächsten Folge und haut da rein, wa? Reingehauen.